An Fräulein Maria kommt in Jever niemand vorbei. Obwohl sie vor mehr als 400 Jahren starb, oder wie man in Jever sagt, seit 1575 nicht mehr gesehen wurde, ist Maria allgegenwärtig. Eine Straße, ein Denkmal, ein Gymnasium und eine Kirchenglocke tragen ihren Namen. Sie war es, die Jever am ersten Mittwoch im Fasten, dem Aschermittwoch, 1536 die Stadtrechte verlieh. Maria von Jever, so ihr offizieller Name, regierte die Stadt und die dazugehörigen Ländereien so geschickt, dass sich Jever bis heute Marienstadt nennt. Maria von Jever, im Jeverland als Fräulein Maria oder Fräuchen bekannt, geboren am 5. September 1500 in Jever und am 20. Februar 1575, auch dort verstorben, war die letzte Regentin der Herrschaft Jever aus dem Häuptlingsgeschlecht der Wienken. Die für eine Frau ungewöhnliche Rolle der Regentin fällt Maria als Tochter des letzten Häuptlings der Friesen, Etto Wienken des Jüngeren, zu. Sie wird 1500 geboren, ihre Eltern sterben früh und als auch ihr Bruder ums Leben kommt, steht Maria als Nachfolgerin fest. Allerdings ist sie noch zu jung, um die Regentschaft zu übernehmen. Ihre Vormünder einigen sich mit Graf Edzard von Ostfriesland auf einen Heiratsvertrag, der ihm die Schutzherrschaft über das Jeverland sichert. Die Ostfriesen halten ihr Versprechen aber nicht. Sie besetzen Burg Jever. Der ostfriesische Drost Boing von Oldersum kommt Maria zu Hilfe und vertreibt die Eindringlinge. Er gilt später als Marias Geliebter.